Ja, dann herzlich willkommen zum Talk über Datenschutz mit der Frage, alles Datenpanne. Oder man könnte auch sagen, was lerne ich aus den Fehlern anderer? Kurz zu meiner Person. Ich bin jünger als das Bundesdatenschutzgesetz, also das ursprüngliche Mal. Das heißt, auch aufgewachsen im Gedanken des Datenschutzes, so wie wir hier fast alle. Ich bin Datenschutzbeauftragte des CCC, Mathematikerin, Beraterin für alles Mögliche. Und wer mich kontaktieren kann, möchte, der kann das gerne über diese E-Mail-Adresse tun. Jedes Spiel hat Regeln. Selbst ein Spiel, das keine Regeln hat, hat die Regel, dass es keine Regeln hat. Also, jedes Spiel hat Regeln. Und entsprechend haben auch Gesellschaftsspiele Regeln. Und beim Datenschutz haben wir auch Werkzeuge, wie man solche Regeln mit denen die Regeln umgehen kann. Kurz mal zusammengefasst, welche Spielregeln habe ich im Datenschutz? Zum einen geht es darum, personenbezogene Daten, also Daten, die auf mich zurückzuführen sind als Person, zu verarbeiten. Und das ist grundsätzlich erstmal verboten, das automatisiert zu tun. Außer es gibt eine rechtliche Grundlage dafür oder ich habe meine Einwilligung dafür gegeben. Ja, also jeder kennt das wahrscheinlich. Bei der Bank eröffnet ein Konto. Die Bank darf die Daten erheben aufgrund dessen, dass ich ein Konto dort habe. Aber Marketing, dafür wollen sie dann ein Kreuzchen von mir haben. Dürfen wir sie per Telefon oder per E-Mail kontaktieren, ist dann die Frage. Aber Hintergrund ist eigentlich, wir möchten gerne eine Einwilligung, dass wir ihre Daten auch für Marketingzwecke verarbeiten dürfen. Eine weitere Spielregel ist auch, dass so wenig Daten wie nur möglich verarbeitet werden. Datensparsamkeit. Und auch ganz wichtig ist, die Daten unterliegen einer Zweckbindung. Also habe ich einmal das Konto gelöscht, dann muss die Bank meine Daten auch nur noch so lange aufbewahren, nach dem Datenschutzrecht, wie es andere Gesetze notwendig halten. Also in 50 Jahren sollte also meine Daten nicht mehr bei dieser Bank sein. Und missbräuchliche Datenverarbeitung muss durch sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen verhindert werden. Das kennt jeder, sowas wie ein Berechtigungsmanagement muss da sein, eine Firewall sollte vor Netzwerkzugriffen schützen und so weiter. Ja, da gibt es dann Werkzeuge des Datenschutzes. Zum einen die betroffenen Rechte, dazu hören wir morgen dann auch noch mehr. Wie zum Beispiel ein Auskunftsrecht, dass ich darf wissen, was über mich gespeichert wird. Das war auch schon im alten, in Anführungszeichen, alten Bundesdatenschutzgesetz der Fall, dass ich wissen durfte, was gespeichert war. Aber das Recht, das werden wir nachher sehen, wurde ein bisschen ausgeweitet. Und ich habe die Möglichkeit auch, mich zu beschweren. Wenn es nicht richtig läuft, kann ich zu meinem Datenschutzbeauftragten des Landes gehen und nachfragen, ob der sich mal drum kümmert. Und dann muss der sich drum kümmern. Was kann dann die Aufsichtsbehörde tun? Also zum einen gibt es eine Meldepflicht. Wenn ich einen Datenschutzverstoß hatte, dann muss ich den melden in der Regel. Ob ich Betroffene informieren muss, das hängt von der Schwere des Datenschutzvorfalls ab. Das ist dann auch in den meisten Fällen einfach mit der Aufsichtsbehörde auch abzustimmen. Die Aufsichtsbehörde hat unter anderem auch die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen. Sie hat manchmal die Möglichkeit, sie muss es aber auch manchmal tun, damit eben es eine Gleichbehandlung gibt. Es soll nämlich nicht in einem EU-Land etwas geahndet werden, was im anderen EU-Land nicht geahndet wird. Und dann gibt es sogenannte Bei- und Abhilfebefugnisse, wie eben zum Beispiel die Anordnung, das kommt dann meistens mit dem Bußgeld zusammen oder vorher schon, die Beendigung des Verstoßes durchzuführen. Also beispielsweise eine Webseite erstmal vom Netz zu nehmen, offline zu gehen. Es gibt auch die Anweisung, die Möglichkeit, Anweisungen zu geben, dass die Datenverarbeitung den gesetzlichen Vorgaben anzupassen ist. Und ich denke, die schärfste Methode,
Und das schärfste Werkzeug, das eine Behörde hat, ist, sie kann vorübergehend die Datenverarbeitung verbieten. Sie kann sie aber auch endgültig verbieten. Das heißt, wenn jemand richtig Mist gebaut hat, kann es sein, dass er seinen Lebensunterhalt verliert, weil er es nicht mehr verwenden darf. Er darf die Daten womöglich nicht mehr verarbeiten. Ja, das nur ganz kurz als Zusammenfassung, weil das nutzen wir jetzt, um uns mal ein paar Urteile und Anordnungen von Behörden anzuschauen. Die DSGVO sieht in Artikel 82 vor, dass es Schadenersatz geben kann. Das ist neu für uns. Das hatten wir vorher so nicht. Und da wurde auch vorher schon lange darüber spekuliert, in welchen Fällen es dann Schadenersatz geben kann oder Schmerzensgeld. Und hier ist ein Fall, wo ein Nutzer von Facebook geklagt hatte, es wurde ein Post gelöscht und sein Konto wurde gesperrt, aber es wurde so gesperrt, dass es eben lesend gestellt wurde, also wurde nicht offiziell mitgeteilt, dass es gesperrt ist, konnte aber nicht mehr bearbeiten. Und er hatte dann geklagt, derjenige oder diejenige, das weiß ich nicht, und hatte insofern Recht bekommen, als dass Facebook das unrechtmäßig gesperrt hatte und auch gelöscht hatte. Aber einen Schadensersatz sah man nicht, da es sich hier um eine Bagatelle handelte. Ja, es ist nicht so, dass demjenigen jetzt ein großes, das Ansehen wäre erheblich beeinträchtigt gewesen. Das konnte man nicht feststellen. Interessant ist auch, dass es ein anderes Urteil gibt, eben diesmal nicht, das eine ist jetzt vom Oberlandesgericht Dresden, das andere ist vom Amtsgericht Dietz, dass das eben auch nochmal bestätigt hat. Andere Gerichtsurteile gibt es in dem Bereich nicht, das heißt, man kann also davon ausgehen, dass es bei Bagatellen keinen Schadensersatz gibt. Anders sieht es aus, wenn man die Parteiaffinität speichert und damit, so wie das die Österreichische Post gemacht hat, auch Handel betreibt. Die Post wurde angehalten, also die Österreichische Post wurde angehalten, das zu löschen, das haben sie auch getan. Und nachdem es gelöscht wurde, sagte sich ein Anwalt aus Österreich, das kann es ja eigentlich nicht sein, da war meine politische Meinung gespeichert, da ist mir ein Schaden entstanden, ich möchte hier Schmerzensgeld haben. Und er hat gewonnen. Also ursprünglich wollte er 2.500 Euro haben. Er hat 800 Euro zugesprochen bekommen. Das ist ein nettes Sümmchen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass man davon ausgeht, dass jetzt jeder Betroffene sich auf dieses Urteil beziehen kann und ebenfalls Schadensersatz fordern kann von 800 Euro. Bei einem Datensatz von 2,2 Millionen skaliert das ganz schön heftig. Warum? Warum war es jetzt hier anders? Naja, die politische Meinung ist ein besonders schützenswertes persönliches Datum und entsprechend ist es auch, ist es hier zu einem oder hätte es kommen können zu einem Einbuße ernsthafter Beeinträchtigung des persönlichen Ansehens. Und bleiben wir beim Politischen. Das hat mich durchaus froh gemacht, dass das jetzt passiert ist. Dieses AfD-Meldeportal Neutrale Schule wurde die Verarbeitung verboten. Man hat jetzt eine Frist von 2 Wochen. Das ist so das Übliche, dass die Datenschutzverantwortlichen eben eine Frist von ca. 2 Wochen geben. Ja, warum? Es ist ganz einfach. Die politische Meinung ist besonders schützenswert, auch wenn Kinder sie melden. Na? Also ist kein Unterschied. Die AfD will dagegen vorgehen. Ich glaube, da hat sie nicht viel Chancen.
Ach so, sie hätte, die AfD hätte eine Chance, wenn sie Einwilligungen von den Lehrern hätte. Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so optimistisch, dass sie diese bekommt. Kommen wir zum Auskunftsrecht. Also das Recht, dass ich als Betroffene Informationen darüber bekomme, was über mich gespeichert ist. Ja, was meinen Sie denn? Was muss darüber, was muss Auskunft gegeben werden? Weil wenn ich ein Unternehmen bin, das Daten über meine Mitglieder speichert, also nehmen wir mal Google, dann haben Sie ja personenbezogene Daten auch, weil Sie eine Internetseite aufgerufen haben, weil grundsätzlich IP-Adresse auch als personenbezogenes Datum angesehen werden kann. Hier ist man bisher so, dass das nicht verhältnismäßig wäre, das auch, diese Auskunft auch geben zu müssen. In der Regel. Ich habe kein Urteil gefunden, dass das irgendwie bestätigt oder nicht bestätigt. Das ist also noch in der Schwebe. Was in diesem Urteil passiert ist, im Oberlandesgericht Köln, war, es ging eigentlich gar nicht um Datenschutz, sondern es ging um ein Vertragsrecht oder Versicherungsrecht. Das war ein Versicherungsnehmer, der dann gegen seine Versicherung geklagt hatte. Und der hatte eben im Laufe des Verfahrens dann gesagt, jetzt nutze ich den Datenschutz, ich möchte Auskunft haben. Und hat auch explizit reingeschrieben, er möchte nicht nur die Vertragsinformationen wissen, sondern er möchte auch die Telefonnotizen haben und er möchte vor allem auch die Telefonverbände haben. Also Gesprächsnotizen, Telefonnotizen, alles das, was gegebenenfalls in eine Entscheidung mit einfließen hat können. Er hat Recht bekommen. Ja? Also das muss eine Firma in der Lage sein, ihm das zusammen zu suchen. In der Regel innerhalb eines Monats. Aber dazu hört ihr morgen mehr im Vortrag. Auch ein interessantes Urteil, was auch mit dem Auskunftsrecht zu tun hat, ist in Stuttgart passiert, und zwar beim Landesarbeitsgericht. Hier hat es sich ein Arbeitnehmer zurück in den Job geklagt und man hatte vorher Ermittlungen gegen ihn durchgeführt und er hatte eben auch hierüber Auskunft verlangt über den Datenschutz. Er wollte wissen, was waren die Ergebnisse dieser Ermittlung, welche Informationen haben überhaupt zu dieser Ermittlung geführt. Das heißt, derjenige, der geholfen hat, diese Ermittlungen in Gang zu setzen, hatte unter anderem auch seinen Namen natürlich da drin. Und da sagte die Firma, das will sie nicht rausgeben aufgrund des Whistleblower-Schutzes. Hier hat das Gericht allerdings sehr klar entschieden, dass der Datenschutz Vorrang hat. Allerdings gibt es unterschiedliche Beurteilungen dieses Urteils, unter anderem, weil die Zumutbarkeitsgrenze nicht im Urteil, in der Urteilsformulierung enthalten ist, ist eigentlich damit zu rechnen, es ist in Revision gegangen, es ist damit zu rechnen, dass es da nochmal ein anderes Urteil gibt. Und das wollte ich hier auch noch erwähnen. Im Gegensatz zum alten Datenschutzrecht war es so, da hat man dieses Auskunftsrecht ja auch gehabt. Man konnte auch nachfragen, was habt ihr über mich gespeichert? Aber in dem Fall der DSGVO hat man das jetzt erweitert um das Recht auf Kopie. Und dieses Recht auf Kopie ist eben noch nicht vollständig, da fehlen eben noch Gerichtsurteile, Interpretation dieses Begriffes. Und das Landesarbeitsgericht hat es eben sehr, sehr weit ausgelegt. Videoüberwachung ist auch ein Thema, das uns auch immer wieder, auch im Club, denke ich, betrifft und was kontrovers sicherlich diskutiert wird. Hier war es so, dass in einem Mietshaus von einer Partei
Videokameras aufgebaut wurde. Und zwar einmal eine echte und einmal eine Attrappe. Und eine Mieterpartei hat sich gestört gefühlt und hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen. Und zwar nicht nur für die echte Videokamera, sondern auch für die Attrappe. Muss beides abgebaut werden, denn bei der Attrappe konnte man nicht sehen, dass es eine Attrappe ist. Und allein das Gefühl, überwacht zu werden, reicht aus. In dem Fall war es auch so, dass alle Eigentümer der Wohnungen zugestimmt hatten, die Mieter aber nicht. Und was auch ganz klar hervorkam, war, dass eben auch die Mieter zustimmen müssen. Also jeder, der davon betroffen sein müsste, könnte, muss einer solchen Installation dann auch zustimmen. Hat man nicht alle Einwilligungen, hat man keine Chance. Oder sollte man es nicht tun? Denn wenn man es dann doch noch tut, kann es sein, dass es Bußgeldauferlegungen gibt. Ja, Bußgeld, könnte man jetzt denken, wie berechnen die das? Und tatsächlich, zum Glück für mich in diesem Vortrag, ist vor kurzem die Berechnungsgrundlage veröffentlicht worden. Und ich habe das mal kurz zusammengefasst, das ist nicht hundertprozentig, aber im Endeffekt fließt in die Berechnung mit ein, was ist der Umsatz. Dieser Umsatz wird in einen Tagessatz umgewandelt bei einem Unternehmensumsatz. Dann wird das Ganze multipliziert mit einem Schweregrad des Verstoßes. Also leichter Verstoß mal 1 und dann besonders schwerer Verstoß mal 14,4. Das Ganze in 0,1 Schritten. Dann eine Modifizierung je nach Tatschwere kann auch erfolgen. Und der Art der Tatbegehung, also gab es Umstände, die ja senkend wirken oder wurde womöglich das Ganze verschleiert, dann ist es eher erhöhend. Und auch hier gibt es dann eine Erhöhung oder Minderung, je nachdem, ob ich das fahrlässig begangen habe oder absichtlich. Und wenn ich das Ganze auch noch wiederhole, gibt es ganz schön saftige Zuschläge. Ja, also es ist nicht so Verdopplung. Ja, wenn man sich das anschaut, dass es wird dann bei 3 und mehr wird es dann plus 300%. Das ist, ja, nett. Und das gilt jetzt nicht nur für Unternehmen, oder? Was denkt ihr? Nee, genau. Das gilt nämlich auch für Privatpersonen. Und tatsächlich haben wir in Deutschland, wenn man jetzt seit der DSGVO-Einführung schaut, mehr kleinere Beträge auch an Privatpersonen ausgesprochen bekommen oder Vereine. Ja. Und hier in dem Fall war es ein Mann aus Sachsen-Anhalt, der wiederholt, also nicht nur einmal, das ist dann versehentlich, sondern wiederholt E-Mails eben an einen großen Verteiler bis zu 187 E-Mails geschickt hatte und ja auch die nicht in den BCC gepackt hat, sondern in den CCC, sodass es eben jeder mitsah. Wichtig ist hier auch als Privatperson dieses sogenannte Haushaltsprivileg, das heißt, in meinem privaten, familiären Umfeld greift der Datenschutz nicht. Sobald das nicht mehr der familiäre, private Bereich ist, ja, fällt auch dieses Privileg weg. Und ich muss darauf achten, dass die Punkte des Datenschutzes eingehalten werden. Also es ist ja nicht nur so, dass der das rausgeschickt hat, der hat ja die E-Mails auch irgendwo gespeichert gehabt. Und für die Speicherung muss es ja dann eigentlich auch technische und organisatorische Maßnahmen geben, dass da nicht irgendwie alle Welt an seine Daten rankommen. Also es ist durchaus weitreichend. Einen anderen Fall, da hat es eine kleine GbR getroffen. Das war ziemlich zu Anfang nach der DSGVO und eigentlich, naja, lädt es ein bisschen zum Schmunzeln ein. Und auch ein bisschen ist es, also inzwischen muss man sagen, dass das Bußgeld ist zurückgezogen worden, also sie mussten Gott sei Dank nichts zahlen. Aber der Fall ist im Endeffekt so, dass man
eine Anfrage an die Aufsichtsbehörde gestellt hat, was man denn tun soll, wenn ein Vertragspartner die Auftragsverarbeitungsvereinbarung nicht unterzeichnen möchte. Heißt, man hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit schon ein Vertragsverhältnis mit jemandem, hat personenbezogene Daten ausgetauscht, aber ohne rechtliche Grundlage. Und dafür gab es ein Bußgeld. Also auch das Nachfragen kann dazu führen, dass man gegebenenfalls ein Bußgeld bekommt. Soweit ich das mitbekommen habe, hat man sich jetzt hier kulant geeinigt und es wurde zurückgenommen. Wer übrigens wissen möchte, welche Bußgelder es so gab, es gibt einen sogenannten Enforcement Tracker, über den kann man das im Internet finden. Ja, einer meiner Lieblingsfälle, weil PwC selber Datenschutzberatung durchführt. Und im Endeffekt haben sie die Verarbeitung ihrer Mitarbeiterdaten auf einer falschen Rechtsgrundlage durchgeführt. Sie haben nämlich von jedem Mitarbeiter eine Einwilligung geholt. Genau. Naja, so eine Einwilligung kann widerrufen werden. Das ist doof, wenn ich noch angestellt bin und sie dürfen plötzlich meine Daten nicht mehr verarbeiten. Also es passt auch schon so vom Logischen her nicht ganz. Die griechische Datenschutzbehörde hat hier 150.000 Euro verhängt. Das ist gemessen am Umsatz. Na, ist das eigentlich nicht viel? Aber auf der anderen Seite ist es viel. Also es wird sicherlich nicht aus der Portokasse eines Beraters rausgekommen sein. Die höchsten derzeit verhängten Bußgelder haben mit den Fällen von British Airways und Marriott zu tun. Da sind wir bei 204.600.000 Euro und bei Marriott bei ca. 110.390.200 Euro. Hier sind besonders viele Datensätze betroffen gewesen. Also bei Marriott waren es zum Beispiel 339 Millionen Datensätze, die online abrufbar waren. Und in beiden Fällen waren es unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen, die dazu führten, dass überhaupt das möglich war. Es hätte verhindert werden können. Und was hieran bemerkenswert ist und auch einige Datenschutzkollegen mich auch aufgerüttelt hatte, bisher war es so, man hat gesagt, naja, wenn man was für den Datenschutz getan hat, eine Richtlinie geschrieben hat, das Verzeichnis gepflegt hat und so weiter, dann ist alles gut. Das ist eben nicht so. Also man hat sich hier sehr kooperativ gezeigt, die Datenschützer waren sehr, sehr involviert und dennoch sind sehr hohe Bußgelder ausgelobt worden. Warum wurde das jetzt schon gemacht? Ich kann mir das nur vorstellen, dass es irgendwie eine Zahl dran sein musste, um Rückstellungen vielleicht zu bilden. Ich weiß es nicht. Die Untersuchungen sind noch nicht beendet. Das heißt, es kann auch nach unten oder nach oben sich korrigieren. Nicht nach unten oder oben korrigiert werden kann das Bußgeld gegen Google. Was? Ja, hier ist es so, dass sich gleich zwei Non-Profit-Organisationen an die französische Datenschutzbehörde gewandt hatten und sich gegen den Einmeldeprozess von Android-Smartphones gerichtet hatten. Und es wurde auch tatsächlich festgestellt, dass es eine mangelnde Transparenz gab. Es war nicht ganz klar, was oder wem, was stimme ich überhaupt alles zu. Und es war auch der Haken für die personalisierte Werbung war im Anmeldeprozess gar nicht zu setzen, sondern der war einfach in den Stellungen hinten schon, Einstellungen schon da. Man konnte ihn natürlich rausnehmen, aber das ist nicht die Idee des Gesetzgebers eines Opt-ins gewesen. Und entsprechend hat man hier ein Bußgeld von 50 Millionen Euro festgelegt. Ziemlich neu gestern hinzugekommen ist dieser Fall, weil den fand ich besonders interessant. Gesichtserkennungssoftware an einer Schule. Es gab ein Pilotprojekt. Aufgrund dieses Pilotprojektes sollte
geschaut werden, ob man eben mehr Zeit für den Unterricht hat, wenn man das Kommen und Gehen der Kinder über Gesichtserkennungssoftware feststellt, ohne also jedes Mal aufrufen zu müssen. Eine Einwilligung der Eltern lag vor. Es war ein Pilotprojekt, es waren keine Kinder, es waren Jugendliche. Und dennoch hat die Datenschutzbehörde, die schwedische Datenschutzbehörde, gesagt, so geht's nicht, das ist ein Verstoß. Warum hat sie das gesagt? Nun, sie geht davon aus, dass die Eltern die Reichweite nicht einschätzen konnten, was das Ganze mit sich bringt, so eine Gesichtserkennungssoftware. Und daher hätte die Schule dieses Pilotprojekt machen wollen, sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal die Einwilligung der Datenschutzbehörde haben müssen. Also, wir haben gelernt, Einwilligung ist manchmal nicht richtig, reicht manchmal nicht aus. Na, also am sichersten verarbeite ich, wenn ich eine gesetzliche Grundlage habe. Ja, und dann habe ich noch DSGVO-Mythen. Ganz kurz. Die DSGVO gilt jetzt so knapp ein Jahr, 3 Monate, 20 Tage. Der Datenschutz in Deutschland, okay, jetzt weiß man ungefähr, wie alt ich bin, 42 Jahre, 7 Monate und 13 Tage. Also 1977, am 1.2. kam das erste Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland zum Tragen. Früher waren übrigens die Hessen dran und soweit ich weiß, sind wir gerade in Hessen. Ja. Eines dieser Mythen, die da diskutiert wurden, war, darf ich denn überhaupt noch beim Arzt mit dem Namen aufgerufen werden? Also erstens, es geht immer um eine teil- oder automatisierte Verarbeitung von Daten. Ja, also wenn ich jemanden aufrufe, ist das nichts mit Computern erstmal. Ja? Und tatsächlich haben sich aber auch die Aufsichtsbehörden eben nochmal angenommen und haben dann auch nochmal darüber diskutiert. Und schön fand ich eben diesen Satz, an der sozial- und grundrechtsadäquaten Praxis hat sich auch durch den Erlass der DSGVO nichts geändert. Ja, es ist einfach schlichtweg Panikmache in Teilen. Dann hatten wir auch Klingelschildgate. Ja? Die Wiener wollten plötzlich nur noch Nummern haben, keine Namen auf den Schildern. Hier stellte sich ziemlich schnell raus, dass der Datenschutz damit gar nichts zu tun hat. Also das Erste, was ich in so einem Fall prüfe, ist, kann ich damit überhaupt im Datenschutz argumentieren oder ist ein anderes Gesetz dafür zuständig? Und der Datenschützer aus Baden-Württemberg hat es sehr schön dargestellt, hat gesagt, naja, das Datenschutzrecht verlangt nichts Unvernünftiges. Wenn es nicht vernünftig ist, dann ist es kein Datenschutz. So, als Beispiel. Ja. Hier ist übrigens ein Recht auf Anonymität, das in Österreich gilt. Grund des Ganzen, nicht der Datenschutz. Auch interessant war der Weihnachtsbaum in der Stadt Rot in Bayern liegt das. Weil auf dem Wunschzettel Name und Adresse vermerkt wurde, sagte man DSGVO, wir können leider dieses Jahr diese Aktion nicht vornehmen. Das Ganze wurde dann hochgepusht, auch von einem Radiosender. Und de facto die DSGVO gilt hier nicht, weil es auf dem Zettel. Aber in Bayern ist es so, dass das Landesgesetz, der Landesdatenschutz verlangt von den öffentlichen Stellen immer den Datenschutz einzuhalten, auch wenn es manuell verarbeitet wird. Dann kann man allerdings weiterdenken. Habe ich denn eine Grundlage, weshalb ich das verarbeiten möchte? Naja, ich richte einen Weihnachtsmarkt aus. Als Teil dieses Weihnachtsmarktes habe ich diese Aktion und damit habe ich bereits eine Grundlage, weshalb ich diese Daten erheben darf. Ja, und last but not least, auch vor kurzem mal wieder, diesmal mit der Einschulung, nicht mit dem Kindergarten in der Presse, dieses Kinderfoto, Kinderbildergate. Hier ist das Haushaltsprivileg. Ja, wenn es in einem familiären Kreis ist, dann darf ich das tun.
Viele Datenschützer sagen auch, so eine Einschulung ist ein familiäres Erlebnis und daher könnte dieses Haushaltsprivileg herangezogen werden. Es gibt, soweit ich weiß, noch kein Urteil dazu. Vorsichtig muss man allerdings sein, wenn man das dann auf Instagram, Facebook und so weiter veröffentlicht, dann greift nämlich dieses Haushaltsrecht nicht mehr und dann brauche ich die Einwilligung grundlegend. Und grundsätzlich ist hier beim Fotografieren auch eher das KUG zuständig, das Kunsturhebergesetz, und nicht der Datenschutz. Ja, damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken und fragen, ob es noch Fragen gibt. Nein, darf ich keine Fragen? Gerne im Nachgang. Dankeschön.